Ich glaube, so die Geräusche im Hintergrund, die kennt ihr. Schneeschippen ist gerade angesagt, bundesweit. Und erstmal, hi, herzlich willkommen bei My Bonsai & Koi. Und ich dachte mir, ich mache mal so mitten in der Woche ein kurzes Winter-Special hier rund um meinen Garten, um meine Bonsai und natürlich auch um meine Koi. Und jetzt drehe ich mal die Kamera um und dann zeige ich euch mal ganz kurz, wie es bei mir gerade aussieht. Ja, und während um mich rum kräftig geschippt wird, muss ich mich erstmal bei meiner Frau bedanken. Die hat das nämlich hier bei uns heute erledigt. Super, Dankeschön. Ja, hier unten, ihr wisst ja, mein kleiner japanischer Garten, der ist so richtig im Winterschlaf. Und ich laufe mal gerade ein Stück weiter, denn da hinten, da seht ihr zum einen mein Winterlager für meine Outdoors. Die kriegen jetzt die natürliche Isolierung noch verpasst. Und das ist eigentlich ganz gut, dass es jetzt schneit bei minus 5, 4, 5, 6 Grad. Denn es soll ja noch kälter werden und da können ein paar Zentimeter Schnee gar nicht schaden. Gleiches gilt natürlich für mein Hochbeet. Da stehen ja auch ein paar Kandidaten drin, die dieses Jahr noch zu bearbeiten sind. Ja, gehen wir weiter. Schauen wir auf den Teich. Auch hier habe ich überhaupt kein Problem mit dem Schnee. Solange es kein halber Meter ist, der isoliert mir auch mein Gewässer. Und damit es da trotzdem nicht so kalt wird, viele von euch kennen ja das Ding, aber ich zeige es euch trotzdem noch mal kurz. Na, hier dampft es nicht nur, nee, hier brennt es. Im Moment nicht ganz so dolle, aber dieser im Filter versenkte Ofen, der sorgt dafür, dass meine Fische auch jetzt im Moment schnucklig bei zwischen 8 und 9 Grad schwimmen können. Und dann gehen wir doch einfach mal hin, mal sehen, ob sie Lust haben. Hier vielleicht noch ein kurzer Blick auf mein Koi-Haus. Wird ja immer viel zitiert in meinen Videos über die Bonsai, denn da stehen meine ganzen umgetopften, nicht ganz so frostverträglichen Bäumchen drin. Und da schauen wir uns mal vorsichtig rein. Ich hoffe, es ist nicht zu dunkel. Ja, da seht ihr schon den ein oder anderen Baum, den ihr kennt. Und natürlich auch vielleicht das ein oder andere Projekt, das ihr noch nicht kennt. Und hier drinnen, auch wenn es jetzt draußen minus 5 Grad hat, hier drinnen habe ich 6 Grad Lufttemperatur. Und wie gesagt, hier unten bei meinem Koi im Teich, momentan haben wir gerade 8 Grad. Ich habe gerade angefangen zu heizen. Das mache ich immer am späten Nachmittag, dann immer so 4-5 Fuhren. Das waren dann irgendwann heute Abend wieder 8,5, 8,6, 8,7 Grad sein. Und jetzt, wenn es wirklich zapfig kalt werden soll, mit zweistelligen Minusgraden, dann werde ich einfach vormittags nochmal eine Fuhre reintun, denn ich möchte meine Koi ganz gezielt jetzt in diesem Temperaturfenster weiterhalten. Ihr seht, die sind voll unterwegs. Die haben auch den ganzen Winter bisher Futter gekriegt. Und auch ich will nicht, dass sie sich da umgewöhnen müssen. Und so sehe ich mich eigentlich hier jetzt in meinem Garten gut gewappnet für auch zweistellige Minustemperaturen. Und natürlich habe ich keinen Bock mehr auf dieses Wetter. Mitte Februar hätte nicht sein brauchen, aber wir können nichts dran ändern. Also nehmen wir es doch einfach so, wie es ist. Passt auf eure Bäume auf, passt auf eure Fische auf und passt auf euch selber auf, wenn es so kalt ist. Und wir sehen uns dann wieder hoffentlich ohne weißes Wasser bei My Bonsai & Koi. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Macht's gut. Thank you.